Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der Interviewreihe der Velo 2020 zum Thema gewerbliche Lastenradnutzung. Ich spreche jetzt mit Dirk Störting von Pinion, einem Komponentenhersteller und zwar einem Getriebehersteller aus dem Raum Esslingen. Hallo und willkommen. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dirk Störting, Design- und Brandmanager bei Pinion. Pinion ist ein Komponentenhersteller aus dem Süden Deutschlands, aus der Region Stuttgart-Esslingen. Wir stellen Fahrradgetriebeschaltungen her. Ziemlich genau eigentlich Zentralgetriebeschaltung. Das heißt also, unsere Schaltungen befinden sich direkt zwischen den Beinen des Fahrers, anders als bei anderen Schaltungen, nicht im Hinterrad oder am Heck des Fahrrads angeordnet, sondern zentral direkt am Fahrer. Und die Idee eigentlich, die Pinion ausmacht, ist, Fahrzeugtechnik ins Fahrrad zu bringen und das schon seit 2008. 2008 ist tatsächlich so gewesen, dass zwei Porsche-Mitarbeiter, die jetzigen Pinion-Geschäftsführer und Gründer, die Idee hatten, genau diese Sportwagentechnologie in ans Fahrrad zu bringen, indem sie halt Schaltungen entwerfen, die so zuverlässig sind und intuitiv bedienbar wie ein Automobilgetriebe und nicht ständigen Ausfällen und Wartungsintervallen ausgesetzt sind. Und somit ist tatsächlich in Weissach im Getriebe-Testzentrum bei Porsche die Idee entstanden, halt ein Fahrzeuggetriebe ins Fahrrad zu bringen. Und genau diese Getriebe stellen wir nun her, einige tausend schon seit 2012. Wir stellen verschiedene Derivate her, das heißt vom 18-Gang-Reiserad-Schaltgetriebe bis hin zum 6-Gang-Commuting-Tourengetriebe für E-Bikes bieten wir verschiedene Varianten an, speziell auf den Einsatzbereich ausgerichtet. Und halt immer mit der Prämisse, höchste Qualitätsansprüche mit Zuverlässigkeit und intuitiver Bedienung zu verbinden. Würden Sie uns vielleicht einfach nochmal zeigen, wie das Piniongetriebe an sich funktioniert für diejenigen, die es noch nicht kennen? Ja klar, gern. Ich zeige das Getriebe hier nochmal in seiner ganzen Pracht. Das ist also ein Rendering, wo wir noch einmal darstellen, wie der Antriebsstrang aufgebaut ist. Wie man hier sieht, ist das Piniongetriebe halt zentral an den Kurbeln im Fahrzeug befestigt. Tatsächlich gibt es für den Cargo-Lastenbereich sogar Szenarien, das Getriebe an unterschiedlichen Orten im Fahrzeug anzuordnen. Das besprechen wir dann individuell mit dem jeweiligen Fahrzeughersteller. Im klassischen Fahrradbereich ist es so, dass wir halt direkt an den Beinen die Kraft des Fahrers in das Getriebe einleiten. Man sieht hier sehr schön die blau gefärbten Wellen und die blauen Zahnradpaare, die im Eingriff sind. Denn was wir hier nutzen, ist eine Stirnradverzahnung, wie sie im Automobil schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten fast bewährt ist. Und diese Stirnradverzahnung ist auch rein physikalisch schon mal die effizienteste Form, ein Getriebe aufzubauen. Diese zwei Zahnradpaare, die hier blau gefärbt sind, sind genau die Zahnradpaare, die auch dann nachher die Last ans Hinterrad übertragen. Geschaltet wird in der oberen Welle im Inneren. Genau dort liegen auch eine Handvoll Patente, die dann ja auch den größten Unterschied zum Automobilgetriebe bilden. Denn bei uns schaltet man jeden Gang so schnell und so oft, wie man möchte, einzeln oder halt in Reihe und das ohne Kupplung. Und das ist schon quasi die Innovation in diesem Getriebe. Denn der Aufbau selber, den kennt vielleicht der eine oder andere, wie gesagt, aus einem Automobil oder aus einem Motorradgetriebe. Geschaltet wird mit Seilzügen von einem Drehschalter an der Lenkstange des Fahrrads. Und im Inneren der oberen Schaltwelle sieht man kleine Schaltklinken, die in die Innenverzahnung der oberen Zahnräder eingreift. Und diese Zahnräder werden dann gesperrt. Und somit sind immer zwei Zahnradpaare im Eingriff, wie gesagt, und übertragen die Kraft dann über die Abtriebswelle zum Hinterrad. Die Lagerung und auch die Dichtung sind so ausgelegt, dass sie halt höchsten Belastungen standhalten. Das heißt, auch die Lager sind teilweise Rillenkugellager, nochmal gedichtete Kugellager selbst großdimensioniert, eben um halt dauerhaft auch da keinen Verschleiß zu erzeugen. Das Getriebe funktioniert auf die Art, dass halt die Schmierung im Inneren über einen Öltauchbad geschieht. Das heißt, alle Komponenten im Inneren werden stetig mit Öl sozusagen benetzt und unterliegen damit auch keiner Korrosion oder Verschleiß oder Ähnlichem. Das Getriebe braucht vom Fahrzeugfahrer oder so etwas nie geöffnet werden. Lediglich einmal im Jahr oder alle 10.000 Kilometer ist ein Ölwechsel notwendig, um einfach das Kondenswasser, das entstehen kann im Inneren des Getriebes,
wieder auszutauschen und frisches Öl sozusagen dann wieder die Funktion für weitere 10.000 Kilometer gewährleistet. Ja, vielen Dank. Würden Sie uns jetzt noch vielleicht Beispiele zeigen in der Anwendung? Wie sieht das Piniongetriebe in einem Lastenrad aus? Sehr gern. Kann ich Beispiele zeigen? Seit über einem Jahr arbeiten wir mit der Firma Tricargo zusammen. Diese Firma aus Hamburg ist darauf spezialisiert, halt gerade viele und schwere Lasten im gesamten Stadtgebiet auszuliefern, in Kooperation zum Beispiel mit der Deutschen Post oder einigen anderen Unternehmen, die halt diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und dort hat sich halt gezeigt, dass das Tricargo jetzt nur noch ausschließlich auf Piniongetriebe in ihren Fahrzeugen setzt, eben weil das die einzigen Schaltungskomponenten sind, die diesen enormen Belastungen standhalten. Fahrradtechnik wurde da ausprobiert, auch mit anderen Fahrzeugen, die sie damals noch nicht selber produziert haben, sondern zugekauft haben. Und seit sie gemerkt haben, dass all das nicht zum Ziel führt und eigentlich eher die Kunden enttäuscht, setzt man hier jetzt auf eigene Fahrzeuge, eigens konstruierte Fahrzeuge mit Motorradtechnik und halt der Antriebstechnik von Pinion, eben weil sie nahezu verschleißfrei und sehr wartungsarm da einzusetzen ist. Ein Beispiel aus Hamburg, wie gesagt, über 10.000 Kilometer schon im Einsatz, keinerlei Probleme. Die ganze Flotte wird jetzt auf Pinion umgestellt. Ein weiteres Beispiel ist der Fahrzeughersteller Velofaktur. Die bieten schon seit geraumer Zeit sehr interessante Sharing- und Leihradkonzepte an. Und hier ein Beispiel jetzt auch mit dem Antrieb Heckmotor mit Piniongetriebe, wo man auch in der Lage ist, halt auch schwere Lasten, zum Beispiel mit der Kopplung, wie man es hier sieht, mit einem Anhänger zu transportieren. Hier ein Beispiel zum Beispiel auch für, sage ich mal, kleinere Unternehmen, die einfach ihre eigenen Produkte ausliefern oder halt mobil sein wollen mit diesen Dingen, wie hier zum Beispiel eine Kaffeerösterei oder Ähnliches. Da sind also keine Grenzen gesetzt und genau dort funktioniert halt so ein Fahrrad dann wirklich wie ein Auto, draufsetzen, losfahren, ohne irgendwie vorher noch groß darauf zu schauen, ob jetzt auch wirklich alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt machen können, sozusagen im Cargo-Bike-Bereich? Oder mit welchen Herstellern testen Sie da verschiedene Lösungen? Ja, eigentlich schon seit Beginn unserer Laufbahn im Segment oder am Markt. 2012 begannen einige Hersteller mit dem Bau von Family-Cargo-Fahrzeugen. Das heißt also so für den Consumer-Bereich ausgerichtete Cargo-Fahrzeuge, die ja natürlich jetzt auch gerade einen enormen Trend erleben und einen Boom verzeichnen, sind wir schon lange mit dabei und haben dort einige Hersteller, wie zum Beispiel das Bulletbike oder halt auch Duce und einige andere, mit begleitet und haben sehr erfolgreich Family-Cargo-Bikes gemacht. Aber gerade seit ein paar Jahren sehen wir es halt immer häufiger, dass gerade Fahrzeughersteller für den Business-Cargo-Bereich sich für uns interessieren, eben aus dem Grund, weil wir sehr zuverlässige Technologien bieten. Und das ist einer der Hauptgründe, warum heute Fahrzeughersteller ganz genau hinschauen, welche Komponenten sie wählen. Das hört sich erstmal super an. Wie ist es konkret im Anwendungsfall? Sollte es doch mal einen Getriebeschaden geben oder gibt es den überhaupt? Beziehungsweise was muss ich tun, um das Piniongetriebe zu warten und welches Netzwerk gibt es dafür in den einzelnen Städten? Genau, die Wartung solcher Piniongetriebe ist von Haus aus sehr, sehr einfach, denn dieses Getriebe läuft nahezu verschleißfrei über mehrere tausend Kilometer. Also man muss sich das vorstellen, unsere Komponenten sind auf über 60.000 Kilometer getestet, ohne ein sichtbares Verschleißbild zu liefern. Und da spricht man in der Automobilbranche von Dauerfestigkeit. Und genau diesen Qualitätsanspruch bringen wir in jedes Seriengetriebe. Und somit ist einfach die Langlebigkeit dieser Getriebe von Haus aus gewährleistet. Der Serviceintervall beträgt auch sehr ausgedehnte Kilometerleistungen. Im Consumer-Bereich sprechen wir davon über 10.000 Kilometern oder einmal im Jahr. Und auch diese Erwartungsintervalle sind für den geschäftlichen Einsatz auch noch sogar anpassbar. Das heißt also, je nach Nutzung dieser Fahrzeuge kann man sogar noch diesen Bereich ausdehnen oder anders gestalten. Die Wartung selber ist unheimlich einfach. Also im Grunde genommen ist über das ganze Jahr an diesem Piniongetriebe nichts zu tun. Es läuft zuverlässig in einem Ölbad. Man braucht keinerlei Komponenten austauschen. Was zu checken ist, ist natürlich die Ansteuerung, weil die halt den Umwelteinflüssen unterliegt. Also diese Bautenzüge oder die Seilzuganssteuerung muss halt so
sozusagen immer mal wieder gecheckt werden. Das ist in der Regel ein kleiner Check, so wie man eine Bremse oder die richtigen Reifenluftdruck checkt. Und das Getriebe selbst benötigt nur alle 10.000 Kilometer einen Ölwechsel. Der dauert circa 10 Minuten, ist mit der Spritze sozusagen Öl ins Getriebe auszusaugen und dann wieder eine neue Spritze mit frischem Öl anzusetzen. Dauert in der Regel 10 Minuten und dann ist das im Prinzip eigentlich auch von jedem Laien sozusagen durchführbar, denn ansonsten sind keinerlei Wartungsarbeiten an dem Getriebe zu erwarten. Das klingt ja für die Anwendung erstmal wunderbar. Mich würde noch interessieren an dieser Stelle, wie Sie im Herstellungsprozess selbst auf Nachhaltigkeit achten, denn das spielt ja bei einem Lastenrad doch in der kompletten CO2-Bilanz mitunter vielleicht auch eine Rolle für Hersteller, die sich für das Pinion-Getriebe interessieren. Nachhaltigkeit ergibt sich bei uns eigentlich aus dem Prozess per se, weil wir hier in der Region Stuttgart mit regionalen Zulieferern arbeiten, die natürlich in der Automobilbranche ansässig sind und dort halt auch hier die gängigen Automobilisten beliefern. Genau das sind auch unsere Zulieferer. Das heißt also, wir haben da schon mal von Haus aus sehr kurze Wege, sowohl in der Entwicklung als auch dann in der Fertigung. Unser Zulieferernetzwerk erstreckt sich hier im süddeutschen Raum maximal bis kurz hinter die Schweizer Grenze. Und insofern ist es einfach von dort aus schon sehr, sehr gut, dass wir da halt auf lange Transportwege und die Emissionen, die damit verbunden sind und die Aufwände, dass wir damit keine Probleme haben. Und hinzu kommt, dass wir hier in Deutschland produzieren, das auch schon seit Anfang an und das auch nicht aufgeben werden, eben weil hier das Know-how steckt, weil wir hier unsere Equipment haben, das wir zur Produktion der Getriebe brauchen. Und insofern sehen wir hier eigentlich schon den größten Anteil. Hinzu kommt, dass das Getriebe halt langlebig ist. Das heißt also, wir haben hier kein Wegwerfprodukt, das nach einem gewissen Nutzungszeitraum einfach verschlissen ist und dementsprechend entsorgt oder recycelt werden müsste, sondern wir haben hier eine extrem lange Nutzungsdauer, die dann sogar noch damit einhergeht, dass das Bauteil, selbst wenn es um einige tausend Kilometer gefahren ist oder einige hunderttausend Kilometer, dass es dann selbst nochmal instand gesetzt werden kann. Auch das ist natürlich eine erfreuliche Nachricht. Und mich würde interessieren, wo sehen Sie, sage ich mal, die gewerbliche Lastenradnutzung in den nächsten 5 Jahren. Was wäre toll, sozusagen von der Politik an Unterstützung zu bekommen, damit mehr Innovationen wie zum Beispiel das Piniongetriebe auf die Straße kommen kann? Was für Erfahrungen habt ihr selbst in diesem Prozess gemacht, der Herstellung, der Entwicklung? Und welche Kooperation wäre aus Ihrer Sicht vielleicht noch wichtig, um wirklich was zu bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, tatsächlich kommt es darauf an, halt jetzt die Dinge in die Hand zu nehmen und auch wirklich in Bewegung zu halten. Es ist unheimlich viel Dynamik in dem Markt entstanden. Diese neuen Nutzungskonzepte und auch halt einfach nicht unerträgliche Autoverkehr in den Innenstädten zeigt, dass es hier neue Wege geben muss. Und da wünschen wir uns natürlich einheitliche europäische Normen, aber auch tatsächlich gewisse Vorgaben einfach, dass am Ende der Nutzer zufrieden ist, die Betreiber zufrieden sind. Und dazu zählt einfach, dass Fahrzeugkonzepte an den Markt gelangen, die tatsächlich für solche Fahrten ausgelegt sind, die im Gesamtkonzept einfach überzeugen. Und da sehen wir es einfach, dass es hilft, sowohl in der Fahrradbranche als auch dann im Consumer-E-Bike-Bereich, als auch jetzt hier im gewerblichen Lastenradnutzen, dass es da sicherlich sinnvoll wäre, gewisse Standards einfach zu etablieren, um die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge zu gewährleisten. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann werden auch die Fahrzeugkonzepte und die Fahrzeuge, die dann am Schluss endlich bei den Betreibern im Einsatz sind, immer zuverlässiger. Und im besten Fall kommt dann auch jedes Paket pünktlich bei den jeweiligen Adressaten an. Gut, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Herzlichen Dank.